Hallo aus Norwegen. In diesem Teil aus meiner kleinen Videoreihe Auswandern Deutschland, Gran Canaria, Norwegen möchte ich über die Gründe sprechen, warum ich von Gran Canaria abgewandert bin. Diese Geschichte hat viele Gründe. Es ist also nicht so, wie sich viele Leute vorgestellt haben, dass ich hier die neue Liebe Norwegen genommen habe und die alte Liebe Gran Canaria verlassen habe. So einfach ist es nicht. Aber es hat damit etwas zu tun, was Norwegen hat, was Gran Canaria leider nicht genug oder eher gar nicht hat. Und das ist Wasser. Das habe ich besonders oft gemerkt, wenn ich dann mit einem kleinen Inselflieger zwischen Inseln hin und her geflogen bin und im Herbst besonders dachte, mein Gott, ist das hier furztrocken. Man weiß einfach, die Inseln sind stark bevölkert. Im Ernstfall, nehmen wir an, zum Beispiel einen Krieg, gibt es einfach nicht genug Wasser. Kann es sein, dass einem instinktiv das Gefühl sagt, hier musst du irgendwie weg? Dieses Gefühl, dass das nicht das Richtige für mich ist, hatte ich schon 2017, 18. Das war eines der trockensten Jahre überhaupt. Ich glaube, 15 Monate ist kein nennenswerter Niederschlag gefallen. Die Stauseen begannen auszutrocknen, manche sind auch ausgetrocknet. Trockenheit, dieses beklemmende Gefühl, das hat mich halt dazu bewogen, zu überlegen, ob man woanders hinziehen kann. Bloß wohin? Ich bin viel auf der Welt noch rumgereist. Costa Rica, zweifellos feuchter, aber schwül heiß, unerträglich. Azoren haben mir sehr, sehr gut gefallen. Nur ist dann vielleicht ein bisschen viel Regen und Feuchtigkeit. Dann hat es eigentlich der Zufall gebracht. Ich habe meine Frau immer wieder gefragt, fahr da auch mal in Urlaub, wo willst du noch hin? Und irgendwann kam sie halt raus, sie wollte nach Norwegen. Das fand ich, ich habe mit Norwegen noch nie was anfangen können. Ja, und dann war 2020 dann ein bisschen widerwillig meinerseits einen Urlaub in Norwegen gemacht. Und ich glaube, nach einer Woche habe ich gesagt, okay, dann ziehen wir hier hin. Bevor wir zu diesem Thema kommen, geht es natürlich darum, die Gründe Auswandern Gran Canaria. Was spricht noch aus meiner persönlichen Ansicht? Das muss man auch mal berücksichtigen. Vielleicht ist der eine oder andere Grund, den ich dir hier nenne, für dich gar nicht relevant oder ist sogar ein Grund, erst recht auf die Kanaren zu ziehen. Das ist ja auch immer eine persönliche Entscheidung, ob es einem irgendwo gefällt, wenn es halt nicht wirklich was Lebensbedrohliches gibt. Sei es ein Krieg oder wirkliche Armut. Das ist bei uns ja nicht der Fall. Also, was waren die Gründe? Die Trockenheit habe ich genannt. Woher kommt die Trockenheit? Natürlich Sonne und Hitze. Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. In den Reiseprospekten, in Reiseveranstaltern, die erzählen immer was von frühsommerlich warm, ganzjähriges, sommerliches Paradies. Tatsächlich ist es aber so, dass es halt Phasen auf den Kanaren gibt, wo die Temperaturen und die Luft unerträglich ist. Unerträglich heiß. Besonders wenn man halt nicht da wohnt, wo die ganzen Touristen wohnen, unmittelbar am Meer, sondern ein bisschen abseits in den Bergen, wo es dann auch eben ein bisschen ruhiger ist und auch ein bisschen grüner ist. Aber gerade da ist die Trockenheit wirklich unerträglich im Sommer. Die Temperaturen steigen bis 45 Grad und nachts hat man manchmal tatsächlich 35 Grad. Das über, wenn man Glück hat, 3-4 Tage. Manchmal dauern solche Phasen dann eben aber auch 2-3 Wochen mit 2-3 Tagen Pause und dann geht's dann weiter. Das schlaucht den Körper ungemein. Man trocknet aus, die Lippen werden trocken. Die Nase kriegt Entzündungen innen drin. Staub setzt sich durch den Kalima-Staub, also den Sand von der Sahara, der dann rüberweht, überall ab, in jeder Ritze, in jeder Pore, in jedem Computer. Wenn dann die Temperatur mal runtergeht, dann braucht man wirklich eine Erholungsphase. Der Körper ist fertig und man braucht eine Erholungsphase von den Temperaturen. Zudem kommt, wenn man halt die Klimaanlage die ganze Zeit laufen hat, dann ist es so, wenn man halt dann angeschwitzt von irgendwo draußen kommt und dann in sein gekühltes Zimmer kommt oder im Supermarkt einkauft, dass man eben 1, 2, 3 Erkältung kriegt mitten im Sommer. Oder Corona heißt es aber, glaube ich. Was macht die Hitze noch? Ja, die Hitze bedingt auch das, was man eben den Südländern so nachsagt, dass sie angeblich faul seien und sowas. Die Hitze bedingt auch, dass man eben zwischen 2 und 17 Uhr gar nichts draußen machen möchte, weil es eben so heiß ist und weil die Sonne eben so brennt.
dass viele mit der Sonnenanstrahlung, mit der UV-Strahlung nicht umgehen können. Das sieht man ja eigentlich im Urlaub oder beziehungsweise konnte ich natürlich sehen, weil meine Kunden, meine Klienten natürlich auch oft verbrannt waren direkt. Das bedeutet, dass man, wie man sich das so vorstellt, mit freien Oberkörper den ganzen Tag rumlaufen, in der sommerlichen, angenehmen Wärme, das ist nicht. Man verbrennt sofort. Ich bin beim Angeln immer bedeckt angezogen. Ich habe dann eine spezielle UV-Schutzkleidung an. Was sind noch die Nachteile, die entstehen durch diese Sonne, Hitze, die im Urlaub 2-3 Wochen sicherlich sehr angenehm und sehr schön ist, aber auf die Dauer eben ein Grund ist, auszuwandern bzw. abzuwandern. Das erhöhte Hautkrebsrisiko durch die UV-Strahlung. Mehrfach habe ich im Bekanntenkreis erlebt, dass bösartige Hautveränderungen weggeschnitten werden mussten. Und natürlich verbunden mit der enormen Hitze im Sommer die Brandgefahr auf den Kanaren. Mehrfach haben wir in den 11 Jahren große Waldbrände erlebt. Zweimal mussten wir unsere Koffer packen, einmal wurden wir evakuiert. Nach solchen Erlebnissen wird man bei jedem Rauchwölkchen am Horizont und ein bisschen Brandgeruch in der Nase nervös. Man schläft dann noch schlechter, wie es ohnehin schon der Fall ist in der hochsommerlichen Hitze. UV-Strahlung verursacht, dass die ganzen Kunststoffteile, die draußen stehen, an den Autos, die Scheinwerfer, die Kotflügel, alles wird bröselig, alles wird grau, alles wird brüchig. Also den Nachteil, den man vielleicht hier durch den Regen den Rost hat, den hat man auf den Kanaren durch die Sonneneinstrahlung, die wirklich alles kaputt macht. Man braucht ständig eine Sonnenbrille. Wenn ihr meine alten Videos von den Kanaren seht, ich habe praktisch immer eine Sonnenbrille auf. Hier, gut, ich könnte jetzt eine Sonnenbrille auch gebrauchen, beziehungsweise habe ich auch eine dabei. Hier kann man sich halt überlegen, ob man eine anzieht oder nicht, weil die Sonneneinstrahlung nicht so brutal ist. Auf den Kanaren ist es praktisch unmöglich, oder war es für mich unmöglich, die Augen offen zu halten, über Tag. Also wir haben jetzt 11 Uhr vormittags. Das war mein Hauptgrund, von den Kanaren abzuwandern. Es folgt Punkt 2. Überbevölkerung. Auch das ein Punkt, der mir eben Norwegen im Gegenteil bietet. Das heißt, wir haben ein riesiges Land und 5 Millionen Einwohner. Gran Canaria ist ein kleiner Klecks auf der Landkarte, verglichen hier mit Norwegen. Wahrscheinlich so groß wie Farsund oder sowas. Hat aber fast 900.000 Einwohner. Die Kanaren insgesamt 2,2 Millionen. Eine Überbevölkerung, die am Anfang meiner Auswanderung auch noch nicht in dem Maßen spürbar war. Dann natürlich den ganzen Tourismus, der immer mehr aufkeimte, auch natürlich mit entsprechender Bevölkerung, beziehungsweise Kellnern und Catering und alles bestücken musste. Also es sind immer mehr Leute auf die Kanaren gekommen. Zusätzlich dann noch seit 2019 massiv Migranten, Armutsmigranten in Massen von der westafrikanischen Küste, von der marokkanischen Küste, Marokkaner, die dann zum Teil untertauchen auf der Insel. Immer mehr Autos auf den Straßen. Ich hatte dann letztendlich Verhältnisse, weswegen ich eigentlich aus Deutschland ausgewandert bin. Das heißt, volle Autobahn oder sowas muss ich in meinem Leben nicht haben. Also für mich ist halt eine Überbevölkerung ein Grund abzuwandern. Manch einer findet das ganz toll. Partyinsel, Halligalli, prima. Aber ich mag so eine Masse an Bevölkerung gar nicht. Ich habe es gerne überschaubar, gerne auch ein bisschen dörflich. Und da bin ich bis jetzt hier ziemlich richtig. Die Einsamkeit, die man an manchen Orten genießen konnte, die war auch vorüber. Bin ich auch ein bisschen selber schuld. Jetzt beim Angeln, bezüglich des Angelns, ist es halt so, dass halt, nachdem ich einige Videos gepostet habe, wirklich jeder deutsche YouTube-Kanal auf der Insel rumgeeiert ist. Ich habe bis 2015 quasi immer alleine an den Stauseen gestanden, auch am Meer. Und beides hat dann immer mehr zugenommen. Und es ist einfach furchtbar nervig, wenn du auf die vermeintlich einsame Insel gezogen bist und dann hast du ständig Leute vor der Nase, die du eigentlich gar nicht sehen willst. Einsame Insel, Kanaren ist nicht. Vielleicht La Gomera oder El Hierro. Ja, die zunehmende Bevölkerung, der damit zunehmende Verkehr, der damit zunehmende Tourismus, hat dieses Flair, was die Insel bei der Auswanderung 2010-11 nach Gran Canaria hatte, hat dieses Flair der Insel ziemlich zerstört. Also einer der Gründe, warum ich eigentlich dahin gewandert bin. Das Thema Überbevölkerung und Massentourismus muss ich noch ein bisschen präzisieren, damit das Gefühl auch rüberkommt dafür. Denn beides kostet Zeit,
und Geld. Geld ist aber nur der unwesentliche Teil davon, denn Zeit kostet vor allen Dingen das Leben, dein Leben. Und ob jemand seine Zeit damit verschwendet, im Stau zu stehen, Parkplätze zu suchen, am Strand einen freien Platz zu finden, am Angelspot einen freien Platz zu finden, hinter irgendwelchen Rennradfahrern und Touristen stundenlang hin und her zu eiern, das kann natürlich jeder selbst entscheiden. Ich fand es unglaublich nervig. Das möchte man auf die Dauer einfach nicht haben. Zum Beispiel war es so, dass bis vor 2015 es Ruhephasen auf den Kanaren gab, also wo wenig Tourismus da war. Es war meistens zwischen Ostern und den Sommerferien und Herbst- und Weihnachtsferien. Da war die Insel manchmal wie ausgestorben von Touristen. Ich habe ja im Tourismus als Angelguide gearbeitet, als Fishing Guide. Und da musste ich halt häufig in die touristischen Zonen halt fahren, Little Inglis bis nach Morgan. Und zum Schluss, beziehungsweise seit 2015, musste ich dafür durchaus 10, 15 Minuten mehr einkalkulieren. Ganz einfach, weil der Verkehr so extrem zugenommen hat. Touristen auf der Straße, die keinen Platz gemacht haben, Rennradfahrer, die da ihre Tour de France-Spielchen abgezogen haben, Einheimische, die immer mehr mit eigenen Fahrzeugen unterwegs waren. Das hat dazu geführt, dass ich Samstag, Sonntag vermieden habe, irgendwie runter von unserem schönen Dörfchen an die Küste zu fahren. Ganz einfach, weil es zu nervig war. Jedenfalls für mich. Da gibt es ja diese tollen, einsamen Postkartenmotive, die man so sieht. Keine Menschenseele drauf, wunderschöne Natur. Die gibt es natürlich. Bloß muss man einen guten Blickwinkel aussuchen, damit man eben diese Menschen, die in der Umgebung stehen, nicht drauf hat. Nehmen wir einfach mal das typische Postkartenmotiv Sonnenuntergang am Strand. Da hat mir neulich ein Guiding-Gast, um mich vielleicht so ein bisschen zurückzubringen auf die Kanaren, ein Foto geschickt von einem wunderschönen Sonnenuntergang. Allerdings sind die Emotionen und die tatsächlich vorhandenen anderen Sinneseindrücke, die dabei sind, auf der Postkarte eben nicht zu sehen und nicht zu fühlen. Es riecht nach altem Fett, nach Sonnencreme, nach billigem Parfüm, nach frisch erbrochenem und nach Pisse. Ja, das sind leider auch die Sinneseindrücke, die man inzwischen auf den Kanaren hat. Ach, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hirschhaare. Hirschhaare findet man auf den Kanaren sicherlich nicht. Dafür aber jede Menge Müll, auch an den touristischen Stränden, an den touristischen Sightseeing-Objekten. Aber das hat nicht unbedingt mit den Touristen selbst zu tun. Die sind inzwischen ziemlich brav, sondern mit den Einheimischen. Denn die Überbevölkerung hat natürlich auch mit den Einheimischen selbst zu tun, die einfach noch nicht gemerkt haben, dass ihre Insel voll ist und eine unglaublich hohe Reproduktionsrate eben haben. Man liegt halt nah in Afrika. Das führt dazu, dass es sehr viele Ballungszentren inzwischen auf den Kanaren gibt. Auch richtige Slums und Ghettos, wo halt, wie man so schön sagt, Assis leben. Auch das ist mir in den Anfangsjahren nicht in den Maßen aufgefallen. Die Autos sehen immer zerdepperter aus. Wie gesagt, der Inselflair. Das Thema hat natürlich auch mit Kultur und Mentalität zu tun, die mir auch nicht so gelegen hat. Ja, die Überbevölkerung dazu geführt, dass eine sehr hohe Arbeitslosigkeit auf den Kanaren vorhanden ist. Über 30%, so die offiziellen Zahlen. 50%, also mehr als die Hälfte aller Jugendlichen bis 25 Jahre sind arbeitslos. Dementsprechend für meine Tochter wenig Chancen und zudem mit den niedrigsten Löhnen in der EU. Da sollte man an die Zukunft eben seiner Kinder denken und überlegen, ob es dann das Richtige auf den Kanaren ist. Ja, und da sind wir eben abgewandert. Und ich wandere jetzt mal hier wieder nach Hause, weil ich werde, glaube ich, von Hirschen beobachtet und die halten mich schon, glaube ich, für bekloppt oder sowas. Also bis gleich. Ja, die Kultur und Mentalität der Einheimischen. Wir haben dort nie Probleme gehabt. Unsere Tochter wurde freundlich aufgenommen, ist auf Geburtstage eingeladen worden. Wir wurden also nicht aufgrund unserer ausländischen Herkunft ausgeschlossen. Die Leute sind sehr hilfsbereit, sehr gesprächsfreudig. Wenn man ein paar Brocken Spanisch kann, dann kommt man da auch mit der einheimischen Bevölkerung sehr gut klar. Aber es ist nun mal eine andere Kultur und Mentalität als in Europa. Südländisch eben. Auch lateinamerikanisch angehaucht, weil viele
die auf den Kanaren wohnen, kommen aus Südamerika. Paraguay, Venezuela, Kuba. Die bringen halt die sprichwörtliche Latino-Mentalität. Das heißt, man steht auf ganz andere Musik. Ich persönlich kann mit Latino-Musik in keiner Richtung was anfangen. Natürlich auch einheimische Folklore, die schaut man sich sehr gern an. Es gibt sehr schöne Dorffeste. Aber es ist natürlich nicht die eigene Kultur und das eigene Empfinden. Das heißt, dieses laute, dieses vermeintliche Vorurteil, das trifft doch eben auch wirklich zu. Und es ist halt ein anderes Denken, ein sehr einfaches Denken. Früher war dort sehr geringe Schulbildung, die Kanaren waren Jahrhunderte teilweise vergessen, es ist kein frisches Blut hineingekommen und die Verwandtschaftsbeziehungen sind dort sehr eng und das merkt man halt. Sie sind halt Bauern jahrhundertelang gewesen. Daher hatte auch Franco in der spanischen Diktatur mit den Canarios wohl ein leichtes Spiel gehabt, sie einzufangen. Denn sie sind halt etwas naiv. Um ein Beispiel für dieses kindliche Gemüt zu nennen, ist der Clown auf der Geburtstagsparty. Der kommt dort fast jedes Mal vor. Und besonders die Erwachsenen, die schreien und johlen und klatschen, das ist halt ein anderes Denken, ein anderes Lebensgefühl. Und da merkt man einfach, man hat einfach nicht den Draht zu den Menschen wirklich. Man würde niemals mit intimen Gesprächen, philosophischen Ansätzen oder sowas zu einem Canario gehen. Jedenfalls habe ich keinen kennengelernt, mit dem ich solche Gespräche hätte führen wollen. Fast vergessen, ich habe es ja schon angedeutet, der Umgang der Canarios mit der Umwelt und mit Tieren vor allem. Zwar wird in den Schulen schon überall Umweltschutz gepredigt und es gibt auch Umweltinitiativen auf den Kanaren, doch der Großteil der Menschen, vor allen Dingen der etwas Älteren, sagen wir mal über 50, verbraucht die Natur. Man rafft seinen Kram nach dem Picknick zusammen und stellt die Tüte einfach irgendwo hin. Fertig. Jeden Morgen fahren über die Insel verschiedene Fahrzeuge der Straßenwacht, einmal um zu gucken, ob irgendwo ein Stein runtergefallen ist, aber auch um den ganzen Müll vor den Touristen zu verbergen, der einfach aus den Autos geschmissen wird. Bierdosen, Getränkeflaschen halb voll, die McDonald's-Packung, alles geht raus. Das gleiche gilt für den Umgang mit Tieren. Auch die landen ja tatsächlich im Müll. Da werden Welpen, die nicht gebraucht werden, einfach im Müll entsorgt. Haben wir schon erlebt. Unsere Hündin kam mit 3 Welpen und die wurde auf dem Parkplatz unten bei uns ausgesetzt. Der Bauer unter uns hat Hühner in Bodenhaltung. Das bedeutet aber, dass die Hühner den Boden noch nie gesehen haben, weil die derart dicht aneinander stehen auf dem Boden, dass sie eben nicht auf den Boden kommen. Die werden über einen Futterdruck gefüttert eben. Gefangene Fische werden einfach in Eimer geschmissen oder irgendwo hinter sich ans Land, die man vielleicht nicht braucht, und verrecken dann halt. Das ist normal, da macht man sich keine Gedanken drüber. Diese Zustände haben sich bis heute nicht wesentlich verändert. Auch das ein Grund, warum man immer eben mit einem lachenden und eben auch einem weinenden Auge auf den Kanaren war. So war mir auch sonnenklar, als die Maskenpflicht ausgerufen wurde, was das bedeuten würde. Eine Umweltkatastrophe. Die Masken liegen jetzt überall rum. Man hat Angst vor einem Schnupfen, aber die Natur, die man atmet, die man fühlt, die ist egal. Als die weltweiten Lockdowns anfingen, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass man ernsthaft die Kanaren damit einbeziehen würde. Ganz einfach, weil es halt warme Inseln sind, mitten im Atlantik. Und sobald da keine Flüge mehr hingehen, kann man die Leute doch umspringen lassen. Aber nein, man hat tatsächlich 9 Wochen harten Lockdown auch auf den Kanaren gehabt. Und kein Mensch hat sich beschwert oder hat mal überlegt, Moment mal, es geht doch um eine winterliche Grippesaison. Wir leben hier auf einer warmen Insel und jeden Schnupfen, jede Erkältung, die man hat, kann man hier locker auskurieren. Man setzt sich ein paar Tage in die Sonne und dann geht das wieder so langsam. Aber nein, die sind da eingestiegen mit religiöser Begeisterung. Der ganze Maskenwahn. Meine Tochter musste permanent die Maske in der Schule tragen. Und der absolute Oberhammer war, das war im Juli 2020, ich stand vor einer Poste in der Schlange und alle Leute hatten die Maske auf. Und da dachte ich, was ist denn hier los? Und da habe ich mal vorsichtig gefragt. Und da war tatsächlich ein Gesetz rausgekommen, dass auch auf den Kanaren draußen an allen öffentlichen Orten Maske zu tragen sei. Wohlgemerkt, es war Juli. Wir hatten 30 Grad, wir haben volle Sonne gehabt. Kein Virus würde das logischerweise mitmachen und alle haben Masken getragen und mit Begeisterung. Auch am Strand, die Leute haben am Strand Maske getragen
Und das war so ein Moment, wo ich dann doch gemerkt habe, dass ich unter diesen Menschen irgendwie nicht klarkomme auf Dauer. Diese Einfachheit, die man den Südländern nachsagt, auch komm, ist schon gut und das hält schon, das ist leider auch wahr. Das heißt, wir haben viele Handwerker gesehen, die zumindest sich so bezeichnet haben. Und in vielen Fällen war diese handwerkliche Qualität eine gute Heimwerkerqualität, aber mehr eben nicht. Diese einfache Mentalität, die Gedankenlosigkeit der Menschen, kann auch sehr gefährlich sein. Zum Beispiel ist das größte Feuer, was wir erlebt haben, was 2017 fast die halbe Insel verbrannte, ausgelöst worden durch einen Schweißer, der an einer Finca etwas geschweißt hat, ohne Löschdecke, ohne Wassereimer, Feuerlöscher sowieso nicht. Und das Feuer hat sich dann eben so langsam ausgebreitet über die ganze Insel. Und man kommt dann erst so 2-3 Stunden später darauf die Idee, vielleicht mal einen Löschhubschrauber zu rufen. Wohlgemerkt, die einzige Gefahr, die auf den Kanaren hast, ist ein Brand. Und die Leute sind noch nicht mal darauf eingerichtet, noch nicht mal privat, dass sie eine private Vorsorge dafür machen. Was wirklich eine kindische Art ist, damit umzugehen. Also so eine Verantwortungslosigkeit schreibt man ja normalerweise nur Kindern zu. Fenstergitter werden ohne Winkel oder Wasserwaage einfach an die Wände geschweißt. Telefonleitungen werden irgendwie kreuz und quer durch das Haus gelegt. Klingeldrähte werden als Stromdrähte verwendet. Wasserrohre, was man halt hat, Plastikrohre, die normalerweise für Kabeldurchführung sind oder vielleicht auch mal ein altes Bleirohr, das geht alles. Das spielt auch ins nächste Thema rein, nämlich Wohnen und Immobilien. Das Mieten ist auf den Kanaren etwas günstiger als in Mitteleuropa. Allerdings, es wird schwarz die Kohle erwartet und es wird schwarz die Kohle auf die Hand erwartet. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man halt selbstständig ist und vielleicht auch gern was absetzen würde. Was noch am Mietverhältnis oft stört, ist, dass Kanarios selten bereit sind, Grundlegendes zu erneuern, die Wohnqualität zu verbessern. Also grundsätzlich wird nur das repariert, was wirklich kaputt ist. Also die Wasserleitung ist kaputt, die Stromleitung ist irgendwo unterbrochen, es tropft durchs Dach rein. Das ist halt auch so ein Thema, typisch für die Kanaren. Es gibt praktisch keine dichten Dächer. Viele denken von euch wahrscheinlich, dass es ja warm ist und es nie regnet oder kaum regnet und deswegen das gar nicht nötig ist. Tatsächlich, wenn es mal regnet, dann regnet es auch überall durch. Und nicht nur das von der Dichtigkeit gegenüber Wasser gesehen, sondern auch der Isolierung her. Hier wohnen wir in einem norwegischen Standardholzhaus und es ist leichter und billiger, dieses Haus hier im Winter bei 0 Grad warm zu kriegen, als auf den Kanaren ein Haus bei 10 Grad plus. Wir haben in unserem Haus alle möglichen Heizungen ausprobiert, von Infrarotstrahlern an der Wand, Gasheizungen, bis zum Schluss eben Radiatoren, um das Haus irgendwie angenehm warm zu kriegen. Das war nicht möglich. Man hat tagsüber 15 Grad, nachts vielleicht 7, 8 Grad. Da frierst du dir. Und das ist kein Einzelfall, sondern so sind viele Häuser. Das Gleiche geht natürlich auch für den Sommer. Das heißt, man lässt die Klimaanlage laufen. Und sobald man die Klimaanlage abgeschaltet hat, wird es wie in einem Backofen in den Häusern. Keine Isolierung. Überhaupt würden die wenigsten Häuser auf den Kanaren der Überprüfung nach europäischen Standards standhalten. Das betrifft Wasser, das betrifft den Strom, das betrifft eben die Isolierung, das Mauerwerk, alles. Dass die kanarischen Häuser keine Keller haben, ist zwar normal, aber unser Haus hatte zum Beispiel nicht mal ein Fundament. Wird einfach ein bisschen Estrich auf den Boden gelegt und dann die Kacheln da reingeklatscht und das ist dann der Boden. Und wenn du da mal irgendwas reparierst oder feststellst, da kommt Wasser aus dem Boden, weil eben eine Leitung mal wieder gebrochen ist und du gräbst dann ein bisschen, dann stellst du fest, ja, du bist im Boden, im Erdboden gelandet. Und das ist natürlich wichtig, bei einem Haus bzw. bei einem Immobilienkauf zu beachten. Denn die Immobilienpreise sind, wie man halt sprichwörtlich sagt, den Preis nicht wert. Auch da kommt wieder diese kindliche Mentalität durch. Wir hatten Interesse an unserem Haus, es hatte 67 Quadratmeter, die wir selbst ausgemessen hatten. Wie gesagt, in einem Zustand, wo man eigentlich die Abrissbirne holen würde und lieber das Ganze nochmal neu und nochmal richtig bauen würde, ein richtiges Haus bauen würde. Und dafür wurden 120.000 Euro aufgerufen. Dazu kommt, dass die wenigsten Häuser auch da irgendwelche Papiere haben. In Mitteleuropa selbstverständlich ist ein Grundbucheintrag, das kann man da vergessen. Selbst wenn dann einer ist,
dann muss man eben feststellen, dass zwischendurch was angebaut wurde, dass das Haus eigentlich als was anderes eingetragen ist, als was es wirklich genutzt wurde. Manchmal kann man sich eben Makler holen, aber auch da muss man Vorsicht walten lassen zwischen dem, was gesagt wird und was tatsächlich Fakt ist. Und selbst wenn man sich dann darauf einlässt und eben den Nachteil in Kauf nimmt, dass nicht alles ganz sauber eingetragen ist, dann kommt meistens noch der Punkt Bezahlung. Und da kommt dann die typische kindlich naive weitere Eigenart, dass man irgendwie ja das Ganze dann noch entweder was obendrauf haben will oder eben unten drunter haben will. Das habe nicht nur ich erlebt, sondern das haben auch viele meiner Guiding-Gäste, die gekauft haben, erzählt. Das bedeutet, man stellt sich zum Beispiel in unserem Fall vor, dass man mehrere 10.000 Euro Cash haben will. Die stellen sich dann vor, dass du mit dem Koffer da ankommst und das Geld auspackst. Dazu muss man wissen, auf den Kanaren sind inzwischen 1.000 Euro bar nur noch gewerblich erlaubt. Alles, was darüber hinausgeht, kann, darf, soll angezeigt werden. Dabei geht derjenige, der anzeigt, straffrei aus. Das heißt, man packt da den Koffer auf den Tisch und muss unter Umständen damit rechnen, dass man später in den Knast kommt, weil man eben eine größere Summe bar bezahlt hat. So haben wir uns bis zum Schluss immer wieder was angeguckt und sind immer wieder an den Punkt gekommen, dass entweder die ganze Sache völlig überzogen zu teuer war oder es eben an solchen rechtlichen Punkten oder eben nicht unrechtlichen Punkten scheiterte. Da wir aber sowieso umziehen mussten, weil das Haus in dem Zustand, in dem wir wohnten, nicht für unsere Tochter mehr geeignet war, weil sie brauchte nun mal wirklich ein größeres eigenes Zimmer und auf der anderen Seite eben sich auch kein vernünftiges Haus zum Kaufen finden ließ, war auch das ein weiterer Grund, warum wir die Insel verlassen haben. Ja, das waren so die wichtigsten Gründe, warum wir von den Kanaren abgewandert sind. Es war wohl die Summe der Gründe, die die Waage nach unten ausschlagen ließ. Und da ist es wie bei einer alten Liebe, man braucht einmal eine längere Auszeit. Und ist es dann meistens eben dann doch ganz zu Ende. Mal schauen, wie es hier wird. Wir fühlen uns jetzt in Norwegen sehr wohl. Und zu dem Thema gibt es natürlich dann auch weitere Infos, so wie ich eben Zeit habe. Stellt eure Fragen, hinterlasst Kommentare, ein Like. Bis zum nächsten Mal.